und Gilden betrieben, die alle möglichen Gesetze erließen, um sicherzustellen, dass nur die Mitglieder mit den besten Verbindungen das Privileg erhielten, an den Stationen zu arbeiten. Jede Station hat ihre eigenen Regeln, die zum Beispiel besagen konnten, dass man mindestens 40 Jahre alt sein musste, um dort zu arbeiten, oder die die fairen Männer darauf beschränkten, nicht mehr als 10 Personen pro Boot zu transportieren. Ja, das ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem auf die Map gucken will und wir haben hier derzeit gar nichts. Wobei, und man sieht hier schon, das ist eine Riesenstadt, die wir schon fast komplett erforschen können hier praktisch. Ja, die Frage ist jetzt, helfen wir zuerst ihm kurz? Ich will eigentlich mal kurz zum Schmied und wenn wir schon dort sind, dann würde ich sagen, machen wir auch gleich die Dingstürme, Aussichtspunkte. Fertig, ne? Hopp. Wo ist er? Hier ist es. So, was hast du denn an Rüstung? Oh, jetzt gibt es Metallstiefel. Brustschutzmetall. Oh mein Gott. 17.200 und Schulterplatten sind nicht viel günstiger. Die kosten alle so viel. Aber gut. Oh, und? Das habe ich völlig vergessen. Waffen mal gucken. Florentinisches Malakus. Streitkolben. 20.000 macht natürlich Schaden ohne Ende. Krummsäbel. Totschläger. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Schwert benutzt habe immer. Ich weiß, hier hatte ich die gekerbte Ochsenzunge, glaube ich. Aber keine Ahnung. Weiß ich jetzt so nicht. So. Wir sind gerade unterwegs in der Nähe. Also geht's ab zum nächsten Aussichtspunkt. Oh, und? Was ich noch gucken wollte, gibt es hier einen Maler? Ja, da ganz. Aber am Ende natürlich. Falsche Richtung. Ich sage das nur wegen, weil... Oh, ja. Hier sind schon die etwas dickeren Wachen. Mit denen lege ich mich jetzt noch nicht an. Das mache ich später, weil ich jetzt eigentlich gar keinen Bock da drauf habe. Oh, was bewachen die da? Ja. Na, wer ist der Nächste? Kriegt von mir aufs Maul und von dem auch noch. Armes Schwein. Armes Schwein. Na los, komm, greif mich an, greif mich an. Oh, verdammt. Los, greif mich an, greif mich an. Zack, selbst schuld, Idiot. Und wir haben eine Codex-Seite. So muss das sein. Und hoch geht's. Die Gebäude hier sind auch wesentlich höher, sie sehen besser aus. Das ist echt... eine schöne Stadt. So, wir müssen auf die andere Seite rüber, sehe ich gerade. Da ist der Turm. Und überall sind auf den Dächern Bogenschützen. Wirklich überall. Na, will der jetzt hochkommen? Ne, kriegt er gar nicht hin. So, wo komme ich denn hier am besten? Hier geht's hoch. Und damit sind wir auch schon oben. Zweiter Aussichtspunkt. Und wohin geht der? Ach, da. Ich dachte gerade in den Brunnen rein. Ja, und dann ist der Brunnen leer. Platsch. So, ein kurzer Blick auf die Map verrät uns gar nichts. Dann würde ich sagen, dass das der nächstbeste wird markiert. Und der Weg. Und ich mache mich auf den Weg.
im Canal Grande. Hopp, hopp, hopp. Und rüber. So, mich kennt niemand mehr jetzt. Kein Schwein. Der Turm da. Was geht ab? Sind wir ein bisschen tot? Ein klein wenig. Oh ja. Das scheint da zu sein. Oh ja, da kam ich teilweise gar nicht hoch. Okay, das geht schon mal nicht. Ach verdammt, da kam ich nicht hoch. Was ist hier? Was? Wo? Nein! Und los. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Ha. So, da komme ich da hoch, aber da oben komme ich nicht weiter. So, ja, das kann jetzt einen kleinen Augenblick dauern. Mag sein, dass ich mich auch einfach nur dumm anstelle, aber... Ich versuche nochmal kurz mein Glück hier. Da schon mal nicht. Was für ein Jump. Okay, also so weit komme ich hoch hier, aber... Da komme ich nicht hoch, okay. Wie sieht's hier aus? Nee, scheiße, ey. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Das ist doch blöde. Hier gibt's nichts, da gibt's nichts. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich bin gerade total überfordert. Ich komme ja nicht mal da dran. Und selbst wenn ich da dran kommen könnte, also das, was jetzt direkt überm Kopf ist. Nee. Scheiße! Ja, gut, also... Hier gibt es aber auch irgendwie nicht so Vorsprünge vom Stein her, wo er sich festhalten kann oder so. Wohl nicht. Nein. Ach scheiße, ich unterbreche nochmal die Aufnahme und gucke, ob ich was rausfinden kann und ansonsten... Eben nicht. Bis gleich. Oder auch nicht. So, ich bin wieder da. Ziemlich stumpfe Sache. Ich kann da noch gar nicht hochklettern, da ich erst später einen speziellen Move lerne, mit dem ich da hochklettern kann letztendlich. Das heißt, noch ist es für mich nicht möglich. Und das heißt, der nächste Aussichtspunkt kommt dran. Ja. Der ist jetzt natürlich etwas weiter entfernt, aber geht ruckzuck. Hopp. Die sind ganz stolz, dass sie hier oben hochgeklettert sind.
Ah, da kann ich ihn schon sehen. Hoffentlich komme ich da hoch, ansonsten war der ganze Weg hierher für umsonst. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Uiuiuiui. Ja, hier komme ich doch viel besser hoch. Und hab. Oh ja, und das ist jetzt an der Küste praktisch, also am Meeresrand. Wuhu! Sehr schön. Das hätte ich damit auch. Bleibt noch der. Oh. Und ich gehe erstmal eine Runde baden. Ja, mach mal Platz da. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und das war ernst gemeint. Träume ich das alles nur? Gebiet noch nicht verfügbar. Na gut, dann. Ich werde einen anderen Weg finden. Und nebenbei noch die Schatztruhe mitnehmen. Runter mit dir. Runter plündern sollst du. Bitch. 500. Na gut. So, ich befürchte ja gerade, dass ich zu dem Turm noch gar nicht hin kann. Wenn dem so ist, drauf geschissen. Noch so ein Kasper. Idioter. Wenn doch, war der Weg nicht ganz für umsonst. Und tschüss. Hopp, hopp. Die Musik ist gerade geil. Eine Feder! Geil. Damit habe ich schon fast ein paar. Oh, da wollte ich eigentlich ran. Ah. Und zack. Er wird sich den Hals brechen. Nee, werde ich nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Und wenn doch. Respawn, ne? Runter hier! Und ich kletter weiter hoch. Oh, ich bin böse. Jawohl! Den können wir beklettern. Besteigen. Wie auch immer. Hm. So. Eine Codex. Zwei Codex-Seiten. Meine Codex-Seiten. Ja, ich würde mal sagen, zwei neue Codex-Seiten für mich, ne? Bam, der war geil mit so einem Seitenschritt. Jawohl! Eine weitere Codex-Seite. Wenn sie vier philosophische Codex-Seiten entschlüsseln, erhöht sich ihre maximale Gesundheit. Nächste Codex-Seite. Eine gibt es noch. Falsche Seite. Verdammt. Ah, die liegen hier am Boden. Ein bisschen tot sind die. Dio del Cielo. Scheiße. Oh, das ist natürlich kackies, aber... Na, egal. Da kann ich noch nicht hin. Dann halt nicht. Dann ist jetzt erstmal... Dings hier dran. Wie heißt er noch gleich? Leonardo. Ah. Oder nee, davor wollte ich noch was anderes machen.